Willkommen zurück zu einem weiteren Video, meine Freunde, ihr Raser, ihr Cheater, ihr... Spaß beiseite. Wir gucken uns heute eine eurer Strecken an, Community-Strecken. Ja, hatte ich schon mal angekündigt, die ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil immer relativ viel mit Spielplatz und Prüfung kam, aber da die Festival-Playlist ja mittlerweile ein bisschen durcheinander ist, und manchmal kein Spielplatz mehr dabei ist, wie diese Woche zum Beispiel, beziehungsweise letzte Woche, je nachdem wann dieses Video kommt, kommt diesmal wieder eine eurer Strecken. Heute haben wir die Strecke von Schieß mich tot, da muss ich erst nochmal nachgucken, jawohl. Ja genau, Stance City hat hier eine Strecke eingereicht. Wir fahren die heute im Nissan Fairlady Z, auch bekannt als 350Z im Need for Speed Pro Street Design, Teamfahrzeug vom Drift King, nicht Drift King X7 selbst, ne, klar. Und ja, schauen wir mal, wie die Strecke gebaut ist und was man dazu sagen kann. Verbesserungsvorschläge, dies, das und jenes. Ah, dieses, das ist wieder da. Cool. Kennt man aus Need for Speed. So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal den Freigabecode der Strecke. Könnt ihr ja gerne selber mal fahren. Das Ganze nennt sich der Jungle Run oder Jungle Run eher gesagt. Und Stance City hat dazu auch etwas geschrieben. Und zwar der Jungle Run ist eine Teststrecke von mir für höhere Geschwindigkeit und Kurvenlage. Achtung, der letzte Kontrollpunkt ist verbuggt, ansonsten wünsche ich viel Spaß. Ja, wenn der verbuggt ist, einfach patchen, ne? Du kannst ja im Nachhinein bearbeiten, aber im Rennen ist mir selbst jetzt nicht aufgefallen, dass der verbuggt war, also ich bin das ganz normal gefahren. Wir fahren jetzt eine Runde und dann werde ich euch nochmal sagen, was man an solchen Strecken verbessern könnte. Was mir direkt mal aufgefallen ist, hier sind keine Objekte platziert. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob da überhaupt Objekte platziert sind. Hat er nicht geschrieben. Da an der Stelle mal, wenn ihr Strecken einreicht im Discord, dann schreibt am besten nochmal dazu, ja, keine Ahnung, Objekte wurden platziert. Kann nämlich sein, dass sie jetzt hier auch gar nicht, einfach nur nicht geladen wurden. Das ist ja leider ein großes Problem in Horizon. Vor allem, wenn ihr Strecken baut und die Multiplayer fahren wollt, spawnen oft die Objekte nicht. Bei euch manchmal sogar nicht, ne, obwohl ihr der Ersteller seid. Und aber in den meisten Fällen seht ihr zwar die Objekte, aber die anderen Spieler sehen die nicht. Das hat zur Folge, wenn ihr zum Beispiel Schikanen oder so weiter auf euren Strecken einbaut oder sonstiges, die Leute sehen das halt nicht und fahren da einfach rein, beziehungsweise durch. Die werden davon nicht aufgehalten oder sonst was, da ist für die nichts Unsichtbares. Die sehen es nicht und fahren einfach durch. Und während du dann bremsen musst, weil du sonst gegen das Objekt knallst, fahren die einfach durch und das Rennen hat schon keinen Sinn mehr. Ne? Ist ja nicht mehr fair. So. An der Strecke ist an sich gar nicht so viel zu bemängeln. Ich bin hier halt alle drei Runden gefahren. Und die Checkpoints sind gut gesetzt. An ein paar Stellen kann man die noch verbessern. Was mir aber auch aufgefallen ist, die Ideallinie ist nicht ganz optimal für die Bots. An sich kann man sich als Spieler ja natürlich, ne, man muss sein Auto kennen und richtet sich ein bisschen mehr danach. Man muss nicht immer der Bremslinie vertrauen, auch wenn ich da gerade abgeflogen bin. Aber okay. Gerade gesehen, meine Tonspur wurde gar nicht angezeigt, die ich aufgenommen habe, aber wurde aufgenommen. Alles gut. Ja, ja, da muss man halt ein bisschen gucken. Es gibt ein paar Tricks, wie ihr es schafft, die Ideallinie so zu machen, dass auch die Bots da optimal hinterherkommen. Das Problem ist, die meisten Spieler fahren so im Schleichgang, sag ich mal, ihre Strecke ab. Wenn sie genau wissen, was sie tun, dann versuchen sie natürlich die Bremslinien bzw. die Ideallinie optimal an der Straße anzupassen. Aber durch die Geschwindigkeit fahrt ihr trotzdem einen ganz anderen Winkel dadurch. Und danach richten sich ja die Bots und bremsen dementsprechend natürlich anders bei den Hochgeschwindigkeiten, die ihr dann im Rennen im Endeffekt fährst. Und das macht die langsam. Da gibt es ein paar Tricks, wie ihr die besser machen könnt, die Ideallinie. Kann ich ja gerne mal ein Video mit extra zu machen, wie ihr denn die Bots dazu bringt, schneller auf euren eigenen Strecken zu fahren. Klar, wenn wir Originalstrecken haben, sind die Bots wirklich extrem, ne? Vor allem auf dem Schlagbar, da gehen die schon ab, je nach Strecke natürlich.
Mongolia zum Beispiel oder so ist ein bisschen schlimmer als andere Strecken. Kommt auch immer darauf an, wie kompliziert die Strecke ist. Ihr könnt ja mal zum Beispiel Colossus fahren mit verschiedenen Fahrzeugklassen und schauen, wie die Bots da abgehen. Ist schon Wahnsinn, da gibt es ja sogar ein extra Video zu. Ja, auf der Strecke ist mir aber aufgefallen, gegen Ende hin, kurz vor dem Ziel, es gibt da so zwei, drei Stellen, wo man cutten kann. Ein bisschen cutten kann, nicht extrem. Also die Strecke an sich ist sehr gut gemacht, die Checkpoints sind gut gesetzt, minimal verbesserungswürdig, würde ich sagen, keine Ahnung, kann man ein bisschen noch dran feilen, aber an sich sind die gut gesetzt. Man hat wenig Möglichkeiten, querfeldein irgendwo abzubremsen, abzucutten, was auch immer. Nur gegen Ende des Rennens, da kann man halt leicht ein bisschen Offroad die Strecke verkürzen und Zeit reinholen. Das müsst ihr immer bedenken, wenn ihr Strecken erstellt. Es gibt halt Spieler, die nutzen wirklich jede Lücke, jeden Vorteil, den sie finden können. Besonders die richtig schnellen Spieler kennen sich da ganz gut aus. Die wissen, wovon ich rede. Ja, je kürzer du die Strecke hältst, desto schneller bist du natürlich auch. Ne? Wenn du irgendwo einen Cut nutzt, kannst du wahrscheinlich schneller durch die Kurve, als wenn du jetzt nur auf der Straße fährst. Das hat natürlich mit normalem Motorsport nicht viel zu tun. Wenn du da mit allen vier Rädern von der Straße kommst, ist das quasi eine dreckige Zeit. Ne? Wird als normalerweise mit einer Strafe gehandelt oder so eine Zeitstrafe, whatever, je nachdem, was du da gerade spielst. Ne? Im Normalfall macht man es halt nicht. Ist kein sauberes, professionelles Fahren, aber wir sind ja hier in Horizon. Ich nenne es immer so den Horizon-Style. Da gibt es das halt. Ne? In Motorsport zum Beispiel jetzt halt eine Penalty dafür bekommen, Zeitstrafe oder so. Und daran müsst ihr einfach denken, wenn ihr Strecken erstellt, wie wollt ihr denn eure Strecke haben? Soll die so wild sein, ist okay. Wollt ihr ein sauberes Rennen, so möglichst nah an Motorsportregeln, sag ich mal, dann müsst ihr halt darauf achten, dass man nicht cutten kann. Das sieht man hier, ich fahre hier ein bisschen querfeldein, um da einen besseren Ausgangspunkt für die nächste Kurve zu haben. Und ja, das ist ein großer Vorteil. Das machen halt, wie gesagt, sehr viele Spieler und ihr müsst bedenken, ne, je nachdem, wie ihr spielt. Es ist halt immer, ne, es gibt auch Cutter, die können halt nicht cutten, die versuchen es, aber fliegen dann irgendwo anders ab. Ne? Das ist immer alles so eine Sache. Aber die guten Fahrer, die haben nicht, die haben zum einen Skill, ist schon mal ein Punkt. Dann noch das Auto. Die meisten guten Fahrer wissen einfach, was für Autos die benutzen müssen, welche Autos sind mit Meta-Tunings am Start, welche Autos eignen sich am besten in der Strecke. Es gibt halt leider OP-Autos in dem Game, das ist nicht ausbalanciert. Die nutzen die guten Spieler eigentlich zu 99%. Dann kommt halt ihr eigener Skill dazu und dann noch die Möglichkeit zu cutten. Und da hast du dann auch keine Chance mehr. Es ist natürlich immer so ein kleiner Anreiz, besser zu werden und ne, hinterher zu jagen. Aber das muss ja auch erstmal alles lernen. Und darauf muss man halt achten. Ich habe zum Beispiel auch eine Strecke gebaut, wo es nahezu unmöglich ist, so zu cutten. Die kann ich euch ja gerne auch mal in einem anderen Video vorstellen, wie ich die gebaut habe. Wollte ich letztens im Stream testen, war sogar nur ein Mitspieler mit dabei, hier Ron the Don, aber leider hat bei ihm nichts geladen. Er konnte keine der Objekte sehen. Und ja, das ist halt ein Riesenproblem in Forza. Das muss unbedingt gepatcht werden. Ich habe aber irgendwie die Befürchtung, dass die jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil ich es auch in der Bugliste bis jetzt nicht entdecken konnte. Ist aber auch eine Weile her, dass ich mal nachgeschaut habe. Also auf jeden Fall, was den Eventlab angeht, ein ganz, ganz großer Kritikpunkt von meiner Seite auf jeden Fall. Weil ihr macht euch die Mühe, ihr macht geile Strecken und so weiter und dann laden die Objekte nicht. Und das ist so nervig, das ist so einfach verschwendete Zeit. Du willst ja die Strecke teilen, ne? Du willst ja mit deinen Freunden oder mit anderen Spielern fahren und vielleicht auch geil ein bisschen Feedback bekommen und so weiter. Kannst halt alles nicht, wenn es nicht lädt bei den anderen, ne? Also hoffe ich da wirklich, dass da was passiert, vor allem weil sie ihren Eventlab mit ihren ganzen Objekten platzieren und so weiter ja so groß angekündigt haben, ja. Ich meine, die normalen Labs, die sie da in die Festivalliste manchmal packen, die funktionieren ja komischerweise auch. Warum also funktionieren andere nicht? Gibt es da Sachen, die zu beachten sind? Dürfen am Start vielleicht nur eine bestimmte Anzahl verschiedener Objekte sein oder so weiter? Ich weiß es nicht. Da gibt es kein direktes Tutorial von Forza. Da wird einfach hingeklatscht und fertig. Aber naja. Fazit zur Strecke an sich, trotzdem macht Riesenspaß, ist eine gute Teststrecke, ne, um mal ein bisschen zu testen den Wagen, wie er denn so durch die Kurven kommt und so weiter, aber wie gesagt, für eine Teststrecke meiner Meinung nach musst du dann halt aufpassen, hier siehst du ja wieder am Rumcutten, ne, Ausgangspunkt am Verbessern, ich nutze halt die Möglichkeit hier ein bisschen abzukürzen, auf sowas musst du halt achten, aber an sich Top-Strecke. Ne? Wir haben ja mittlerweile das Feature, Strecken nachbearbeiten zu können. Du kannst jetzt natürlich hingehen und
ein paar Barrieren noch da platzieren, wo du jetzt keine Checkpoints hast, damit die nicht cutten oder so. Aber ne, da musst du halt Glück haben, dass die Objekte dann, wenn du in einem richtigen Rennen bist, laden. Aber du hast es als Teststrecke ausgegeben, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Also von 5 Punkten gebe ich der Strecke ganze 4 Punkte. Ich bin da noch nicht so sicher mit dem Bewertungssystem, gehe ich jetzt auf 10 Punkte, auf 4, 5.000, was weiß ich, da schauen wir mal. Aber es ist eine gute Strecke. Wenn ich jetzt nach Schulnoten benoten müsste, würde ich da eine 2 plus bis sogar eine 1 minus geben. Ist schon sehr gut gemacht an sich, von der Checkpoints-Verteilung her und so weiter. Die Kurvenlage, alles geile Strecke an sich gemacht. Also GG stands an der Stelle. Ne, nimm dir ein paar Tipps zu Herzen hier, sind ja auch gar nicht böse gemeint, ist ja einfach nur konstruktive Kritik, damit ihr besser werdet in den Strecken erstellen. Und ja, wenn du Lust hast, kannst du die Strecke ja bearbeiten, überarbeiten und dann irgendwann nochmal reinpacken. Dann werden wir da mal einen ganz kurzen Blick nochmal drauf werfen. Ja, wenn ihr Strecken habt, die ihr mir gerne mal zeigen wollt, egal ob Rennstrecke, Driftstrecke oder keine Ahnung, irgendwie ein Stuntpark, was auch immer, einfach rein in den Discord, ja, Link ist unten in der Beschreibung, da gibt's die Forza Horizon 5 Rubrik mit Horizon Talk, eure Strecken dann eben und auch eure Designs, Tunings, könnt ihr alles da hochladen oder eure Clips oder sogar Bugs, die ihr gefunden habt, könnt ihr da posten, also rein in die Olga, rauf auf den Discord und ich freue mich auf eure Strecken, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hatte da schon eine Strecke getestet und ja, da werdet ihr dann mal sehen, wie es denn so gar nicht sein sollte. Ne? Die war leider ein bisschen zu groß, um die jetzt noch in dieses Video reinzupacken. Das braucht echt ein eigenes Video. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Bald auch wieder, ne? Need for Speed und so weiter. Wir hoffen ja, dass da bald mal was kommt. Ne? Also rennspieltechnisch seid ihr hier gut abgedeckt. Und live sind wir auch immer am Start auf Twitch mit mehreren Games. Gerne da auch mal reinschauen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.